Lange haben wir darauf gewartet. Endlich ist es soweit. Es wird großartig heute. Seid gespannt. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist etwas angekommen. Nein, nicht heute. Letzte Woche ist etwas angekommen, worauf wir Ewigkeiten gewartet haben. Ja, erstmal zwei Sachen. Ich hatte ja im letzten Video von der Börse in Luxemburg Jung Linster erzählt. Und erstmal grüße ich diejenigen von euch, die dort waren. Es waren ein paar von euch dort. Ihr seid gegrüßt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, habe mich gefreut, den einen oder anderen dort zu begegnen. Ja, zweitens habe ich dort ein Modell für mich entdeckt, das ich mir dann auch zugelegt habe. Das zeige ich euch heute so nebenbei. Aber das Hauptaugenmerk heute liegt auf etwas ganz Besonderem. Und zwar wurde 2018 schon von der Firma LS Models unter dem Label Models World. Jeder, der Models World kennt, dem das ein Begriff ist, weiß, das sind immer wunderschöne Wagensets. Und ja, 2018 wurde ein Wagenset angekündigt, das ich mir dann auch damals vorbestellt hatte. Und ja, es sollte laut Hersteller im ersten Quartal 2021 ausgeliefert werden. Das war demnach nicht so. Ihr wisst alle warum. Da gibt es ja die verschiedensten Ursachen. Corona, Krieg, bla bla bla. Das ganze Gedöns, die Aussagen oder die Ausreden, die dann alle haben. Aber nun endlich ist es soweit. Und dieses Set von Models World, des Herstellers LS Models, stelle ich euch heute vor in Form eines Unboxing-Videos. Respektive nicht ganz Unboxing, es wird ein Unboxing gemacht und danach stellen wir das Teil oder den Zug auf die Gleise und wir schauen uns den Zug dann auch bei Fahrt an. Viel Spaß dabei! So Leute, es geht los. Da liegt das Set. Ihr seht schon, das ist ein Riesenbrocken. Eins sage ich mal vorab, es sind aber nur 5 Wagen. Aber Models World, ihr kennt es, ich hatte euch vor einer Zeit schon mal das andere Set, das ich noch habe, den IC Vauban. Der ist ja auch 8-teilig gewesen, in einer ähnlichen Box, noch ein bisschen größer. Und ja, wir schauen uns mal an, wie das da drin aussieht und was das für ein Zug ist. Erstmal Models World, eine wunderschöne Box. Ja, in dunkelgrau, schwarz gehalten. Models World, schön aufgeprägt. Hier an der Seite das Bild vom Zug. Ja, ganz schlicht einfach gehalten, aber umso hochwertiger ist der Zug, der drin ist. Und wir machen mal den Deckel auf. Ja, und was entdecken wir da? Erstmal Anleitungen zu Zurüsten und so weiter. Elektrische Beleuchtung, Einbau und auf Wechselstrom, Umbau, ja, das ist alles hier mit drin verzeichnet. Auch hier Ersatzteilliste, ja. Dazu gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Ja, die Wagen sind abgedeckt von einer Schaumstoffmatte und auf 2 Etagen. Das heißt, hier unten drunter liegen nochmal Wagen. So, und dann schauen wir mal da rein. Typisch Models World, die Wagen einzeln in einer schönen Schaumstoffverpackung, Schaumstoffeinlage, abgedeckt nochmal und in diesem wunderschönen, hochwertigen Mikrofasertüchern. Damals beim Vauban habe ich euch das schon mal gezeigt und ja, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das hier sehe. Das sieht einfach top aus. Ja, das kleine Zurüstbeutel. In diesen Zurüstbeuteln liegen Bügelkupplungen, Kupplungshaken für den Vitrinenbetrieb und so weiter.
Die, ihr seht da die Kontaktbleche für Innenbeleuchtung, Nachrüstung und so weiter. Alles dabei. Und dann schauen wir uns mal den ersten Wagen an. Ah, ihr seht ein belgischer Eurofima in Orange. Das hier ist ein i6. Hier, wie immer bei Models World, die Gummiwulste sind von solchen, wie würde Thomas jetzt sagen, oder wir, unser Running Gag, dass sie ein Gummiding sind. Ja, ein wunderschöner i6 Wagen, ja, der Firma LS Models. An sich, ja, die fügen das so in solchen Sets zusammen unter dem Namen Models World. Das ist ein erster Klasse Abteil i6 Wagen und hier die Bezeichnung des Zuges, dazu später mehr. Zu diesen Wagen, was kann ich sagen? Ihr seht es auch hier schon, geätzte Teile in, ja, und im Unterboden, wo kein Mensch es sieht. Die Drehgestelle, Scheibenbremsen nachgebildet, komplett die Drehgestelle, komplett detailliert mit allem drum und dran. Das ist so geil gemacht bei denen. Ich liebe die LS Models Wagen. Auch die Abteile, ja, ich weiß nicht, man sieht es nicht innen drin, aber die haben sogar die Kopfstützen mit diesen, die sind ja immer so mit so Tüchern oder was überlegt. Das sieht immer sehr cool aus. Das ist, LS Models bildet das alles sehr genau nach. Ja, zu diesen Mikrofasertüchern, ne? Das Models World Logo mit drauf geprägt. Sehr, sehr hochwertig. Schöner Wagen, schön eingepackt. Ich lege den jetzt mal erstmal so provisorisch wieder hier rein. So. Der nächste Wagen, ein i10 Eurofima zweiter Klasse. Wenn ich das so richtig sehe, innen ist das ein Großraum. Ja, das ist ein Großraum i10 Wagen zweiter Klasse. Auch hier alles wunderschön detailliert, unten drunter kann man nichts sagen. Der dritte Wagen, noch ein zweiter Klasse i10 Wagen, ebenfalls in Großraumausführung. Ja, gehe ich jetzt nicht auf eines, zweimal der gleiche Wagen, nur andere Betriebsnummer. Und dann gehen wir noch eine Etage tiefer. Ups, hier noch Gummidings. So, das ist der Oberdeck und im Unterdeck gibt es dann normalerweise zwei Wagen. Ja. Hier liegen zwei Wagen drin. Einmal ein weiterer zweiter Klasse i10 Wagen. Nochmal einer von denen. Und der letzte Wagen ist sogar doppelt eingewickelt in Mikrofasertuch und Plastikfolie. Das ist ein erster Klasse i4. Ist etwas kürzer. Und das ist auch ein Großraum, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und auch der Wagen. Man hat sogar in den Fenstern die Sonnenrollos teilweise eingefügt. Auch diese Seite. Ah nein, das ist ein Abteilwagen. Ich sehe hier gerade die Trennwand dazwischen mit den Türen. Das ist ein erster Klasse Abteilwagen. Und auch hier wieder das Augenmerk auf den Unterboden mit den ganzen Details. Wunderschön. Hier haben sie andere Drehgestelle drin mit normalen Klotzbremsen. Die i10 haben Scheibenbremsen und die i6 ebenfalls. Ja, wunderschön. Ja, das Set, auf das wir 4 lange Jahre jetzt gewartet haben. Ja, was hat es nun mit diesem Zug auf sich? Das ist nicht irgendein Zug, das ist ein ganz besonderer Zug, vor allem bei uns hier oder für uns und auch die belgischen Modellbahnkollegen oder so oder Eisenbahnfans allgemein. Das ist der EC 102-103, der sogenannte Le Grand Ducal oder auf Deutsch der Großherzogliche. Das ist der Eurocity-Zug, der zwischen 1989 und 91, so ist es richtig, zwischen Brüssel und Luxemburg hin und her fuhr. Bei mir auf der Anlage fährt er jetzt provisorisch mit einer belgischen Serie 20. Im Original fuhr er mit einer Serie 27.
Das Tolle bei der Sache ist, LS Models bringt diese Loks auch irgendwann demnächst raus. Die sind angekündigt und ich habe mir natürlich auch eine bestellt, eben genau nur für diesen Zug. Eine schöne Serie 27. Models World haben auf ihrer Internetseite immer Fotos vom Originalzug, vom Vorbild, mit auf der Seite bei den Ankündigungen, bei dem Ganzen, also mit der Zuglistung, also mit der Wagenreihung und, genauso wie der Zug war. Das zeige ich euch, seht ihr gerade hier. Und ja, auch die Serie 27, ihr seht schön, dass diese Lok dann auch perfekt zu dem Zug passt. Bei mir halt hier provisorisch eine Lok, die der 27 war, ein bisschen ähnelt. Ist eine typische belgische Lok. Meine Serie 20 ist halt das war fast das gleiche, nur als sechsachsig. Aber ich wäre da nicht die wirklich richtige, passende Lok dazu käme. Eine andere Nummer, aber es ist eine Serie 27, aber ja, damit kann ich dann leben. Der Zug wird dann so mit der Serie 27 irgendwann mal dann komplett so auf der Anlage unterwegs sein. Ich wiederhole mich nochmal, provisorisch mit einer Serie 20. Nicht, dass noch jemand das nicht mitbekommt und dann sagt, diese Lok passt nicht zu dem Zug. Ja. Könnte doch gewesen sein, dass auch eine 20er davor war. Ist nichts unmöglich. Die Lok kam auch hier nach Luxemburg, auch mit dem Vauban zum Beispiel wurde sie hier in Luxemburg gesichtet. Mit dem Iris ebenso und hier ist jetzt der Grand Ducal, zu Deutsch der Großherzögliche. Nochmal, ich wiederhole mich. Von daher gar nicht so weit hergeholt. Der Zug ist einfach traumhaft. Ja, es sind schlichte Orange mit weißem Streifen, Eurofima-Wagen. Hat man schon in X-Varianten gesehen. Habe ich auch in verschiedenen, habe ich auch zwei oder drei Stück im Vauban mit drin. Aber wie gesagt, sind andere Wagennummern und auch die Aufschriften an den Wagen, die Zielschilder sind hier mit dran, schon mit aufgedruckt von LS Models. Und von daher kann man nicht sagen, dass es die gleichen Wagen sind, es sind es nicht. Ja, und die werden auch nicht miteinander gemischt, es sind zwei verschiedene Züge, was klar ist. Und ja, ich bin froh, happy. Dieser Zug, ja, die Models World Z sind nicht günstig. Dazu muss ich das sagen, die waren günstiger. Und ich muss auch noch dazu sagen, als der damals angekündigt wurde, wurde er angekündigt zu einem Preis von 385 Euro. Das war vor 4 Jahren. 385 Euro für 5 LS Models Wagen finde ich schon sehr günstig. Von daher, ja, jeder ist draufgesprungen damals, wurde x-fach vorbestellt. Ich habe es ja auch bei diesem Laden schon gesehen. Aber nicht jeder wird einen bekommen. Also alle, die vorbestellt haben, ja klar, logisch, aber wenn man noch so spontan einen haben möchte, ich glaube, dann hat man Pech gehabt, denn diese Models World Sets sind auf 150 Exemplare limitiert. Das heißt, soweit ich das jetzt verstanden habe, kann es sogar sein, dass es nicht mal 150 werden, weil da immer noch ein bisschen irgendein Ausschuss oder so ist von Wagen, die nichts wurden oder was auch immer. Ich würde mal grob sagen, es gibt von diesen Sets 145 Stück. Offiziell sind es 150, ob die jetzt wirklich 150 bringen oder ob da irgendwie welche beschädigt wurden oder verloren gingen oder was auch immer, ist alles möglich. Ja, der endgültige Preis aktuell, ja, das Ganze mit der Inflation und, hat sich natürlich auch auf diese Wagensets ein bisschen ausgewirkt, ein bisschen nicht schon untertrieben. Letztendlich hat das Set 450 Euro gekostet. Das heißt, sind rund 65 Euro mehr als bei Ankündigung. Ja, gut, es sind 4 Jahre vergangen. Von daher, ja. Und ich finde es noch günstig, ehrlich gesagt. Bei LS Models sollte man immer so rechnen, 100 Euro pro Wagen. Und da sind wir nicht. Ja, wir sind bei etwas über 90, etwas über 95 Euro pro Wagen. Und das finde ich für LS Models Wagen, für diese Detaillierung, die da dran ist, für diese Qualität, finde ich das absolut gerechtfertigt. Also ich wäre sogar bereit gewesen, 500 rund zum Zahn dafür, sage ich mal, 100 Euro pro Wagen. Wenn man jetzt diese Orient Express Wagen von LS Models mal anschaut, die sind noch weit drüber, die kosten 109, 110, 112 Euro pro Stück. Von daher Eurofima Wagen, ja, das haben die wie Sand am Meer, die produzieren das massenhaft. Aber massenhaft kann man so nicht sagen. Rocco produziert das massenhaft, aber LS Models macht da immer nur eine begrenzte Stückzahl davon, aber trotzdem ist es ein gängiger Wagen bei denen im Sortiment. Von daher, ja, so
wenn er so 95 Euro kostet pro Stück, ist das ganz in Ordnung. Kann man locker dafür bezahlen, auch ruhigen Gewissens. Und man braucht keine Angst zu haben, dass die Qualität nicht stimmt. Das kommt bei LS Models nicht vor. Habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmte. Ja, ist auch gut. Und dann zeige ich euch noch die Lok, die ich mir von der Börse mit nach Hause genommen habe. Und ja, bis gleich. Ihr wisst ja, dass ich ein relativ großer Fan der Deutschen Bahn Lok der Baureihe 181.2 bin, da diese Loks auch mit dem Intercity Luxemburg-Knochtal-Schmole unterwegs waren. Und ja, hier seht ihr gerade meine vier Varianten: die blaue, eine ozeanblau-beige, eine verkehrsrote und ganz neu bei mir hier die orientrote mit Lätzchen. Eine absolute Premiere bei mir. Ich hatte noch keine Lok mit Lätzchen bisher. Und ja, auf der Börse habe ich die dann gefunden und ja, für gut befunden und mir nach Hause genommen. Ihr wisst, dass ich mit den beiden da ein bisschen Probleme hatte oder habe. Das sind die beiden von Pico. Mittlerweile läuft die Sache, also die blau-beige, die läuft wieder. Warum auch immer. Die hat wahrscheinlich gehört, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit ihr und seitdem läuft sie eigentlich recht gut. Zufall? Die blaue allerdings, die kriege ich einfach nicht zum Laufen. Egal, sei es drum. Die gehört dann halt so in die Sammlung oder ich baue sie zum Dummy um, was auch immer. Mal sehen. Die beiden schönen roten hier vorne sind von Rocco. Ja, ziemlich alte Modelle an sich. Ja, ihr wisst ja, Rocco hat die 181er vor etlichen Jahren rausgebracht und bisher nichts Neues. Aber die laufen einfach traumhaft. Egal, ob die schon so alt sind oder nicht. Diese Loks sind einfach der Hammer. Ich liebe sie. Deswegen habe ich mir dann auch hier die Orientrote in ja, von Rocco auf der Börse gekauft. Ja, Schnittstelle drin, Decoder rein und läuft wie neu. Was jetzt demnächst noch vielleicht kommen wird, ich bin noch auf der Suche nach einer ebenfalls von Rocco, eine blaue. Da die Opico, die Beige ja jetzt läuft, ja, kann die bleiben. Aber die da, die muss ersetzt werden durch eine Rocco. Und ja, falls jemand von euch weiß, wo ich eine solche von Rocco bekomme, eine möglichst mit Digitalschnittstelle und in möglichst gutem Zustand, könnt ihr mir gerne mal schreiben, in die Kommentare schreiben oder auf meinen Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen oder vielleicht mit einem Link, wo ich eine solche finden könnte, die noch in einem relativ guten Zustand ist, zu einem fairen Preis. Zum Vergleich, die hier hat mich auf der Börse jetzt 80 Euro gekostet. Die hat mich vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren auf der Börse 75 Euro nur gekostet, die Verkehrsrote und in neuwertigem Zustand. Von daher habt ihr eine Idee, in welchem Preissegment das liegen sollte. Eine blau-beige wird wahrscheinlich noch eine zweite kommen. Ich habe auch in der Bucht eine weitere blau-beige gefunden von Rocco. Da gibt es ja mehrere. Das hier ist die mit dem Schriftzug Saar drauf. Die, wo ich gefunden habe, ist die Lorraine. Die wird wahrscheinlich auch noch zu mir in die Sammlung finden. Ich bin da gerade in der Bucht am Bieten auf eine Lorraine von Rocco und ich hoffe, dass das klappen wird. Wenn ihr aber eine Idee habt, wo ich eine, ja, eine blaue 181er von Rocco relativ günstig zu einem bestmöglichen Zustand finde, wie gesagt, gebt mir Bescheid. Ich bin gespannt drauf, ob ich da von euch irgendwas oder einen Tipp bekommen könnte. Ja, das wär's. Jetzt mache ich ein paar schöne Fahraufnahmen für euch mit der neuen 181er und dem Grand Ducal. Viel Spaß mit den Aufnahmen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss.